Herzlich willkommen. Es ist ja bald Weihnachten und viele wissen, dass wir von dem nicht viel halten, gar nichts eigentlich. Aber wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, es gab keine schönere Zeit als Weihnachten für so ein Kind, der Lichtersegen und alles. Aber wenn ich heute hierher gefahren bin, mit dem Auto chauffiert wurde, sitze ich da drin und sehe so die Menschen, denke, wo gehen die heute überall hin? Und dann überlege ich mir, wo will ich heute lieber sein als hier? Das ist Realität. Ich kann dir sagen, ich möchte auf keinem anderen Platz stehen, an keinem anderen Ort der Erde sein als heute, gerade hier. Ich habe mich so gefreut wie früher auf Weihnachten. Jetzt seid ihr hier. Jetzt seid ihr hier. Schön. Du könntest mir den schönsten Urlaub schenken, ich würde nicht eintauschen. Unser Herz ist wirklich voll, randvoll von den Dingen, die wir heute hier erleben, die wir hier weitergeben. Und wir haben uns die Mühe genommen, heute eine ganz besondere Crew zusammenzustellen. Ihr wisst, wir sind ein bisschen Geheimniskrämer, ja? Ihr wisst noch nicht, wer da vorne sitzt. Wir machen das immer ein bisschen anders als die anderen. Ihr werdet das nach und nach heute erfahren, aber ich verspreche euch eins, heute ist eine Schwergewichtsrunde. Und diese Schwergewichtsrunde ist deshalb notwendig, weil die Brisanz der Zeit, die Themen sind uns eigentlich ins Buch geschrieben, die kann man sich gar nicht mehr auswählen. Also die wesentlichsten Vorträge heute behandeln das aktuelle Weltgeschehen, das jedes hier drin am meisten derzeit beschäftigt. Wir werden die ganze Flüchtlingsproblematik, die ganze politische Entwicklung, werden wir alles auf den neuesten Stand bringen. Das möchte ich vorweg sagen, wir haben beste Referenten, die irgend denkbar sind, heute wieder unter uns, die uns zur Verfügung stehen. Und ich danke meinerseits noch einmal herzlich, dass ihr da seid. Die Männer bringen wirklich große Opfer. Danke, dass ihr euch hier reinstellt. Ich möchte euch nochmal herzlich willkommen heißen. Ganz besonderen Dank auch wieder vorweg für all die vielen Helfer, die schon, man muss von Monaten sprechen, vorher mit sich reingeben, um das alles zu verwirklichen. Ich zähle das jetzt nicht im Detail auf, das ging einfach zu weit, wir haben zu wenig Zeit für diese Dinge. Ich möchte wieder die Grundlage legen, meinerseits, um diese AZK einzuführen. Ich möchte euch erklären, warum ich die AZK gegründet habe, was der Sinn der AZK ist, immer wieder vorweg, auch für die vielen Neuen, die immer wieder hier sind, vielleicht sich noch gar nicht so richtig durchgefragt haben, was genau mit der AZK gedacht ist. Wir haben hier unten ein massives Problem, ihr Lieben. Und ich möchte das Problem am Anfang mit einem Bild erklären, damit uns klar wird, wir kommen manchmal im Leben in Situationen, die haben wir uns nicht ausgesucht, die sind verteufelt schwierig. Ich vergleiche die Weltsituation, wie sie sich gegenwärtig präsentiert, mit meiner Familiengeschichte. Wenn du in einer Familie aufwächst, ich rede jetzt vom Normalfall, ja, wir wissen, es gibt bei allem Ausnahmen, aber in meiner Familie, das war eine wunderschöne Familie, ich sah meine Eltern nie streiten, es war eine totale Harmonie. Und im Leben nie hätte ich für möglich gehalten, dass meine Eltern, die mich überaus liebten, ich glaube, ich bin in einem Meer der Liebe aufgewachsen. Ich wurde liebkost und ich habe nie ein böses Wort, weder von meiner Mutter noch von meinem Vater, gehört. Ich wäre also nie auf die Idee gekommen, bei den schlimmsten Albträumen nicht, dass meine eigenen Eltern mich belügen, betrügen könnten. Siehst du? Und so haben wir es mit unseren Regierungen. Wir möchten leben, wir suchen Geborgenheit. Wir kämen nicht auf die Idee, dass sich irgendwo an die Spitze Menschen etablieren, die nicht in Ordnung sind. Aber ich kann aus meiner eigenen Familiengeschichte, die ich jetzt nur hochheben möchte von dem, was ich jetzt vorher erwähnt habe, es geht mir jetzt nicht darum, irgendjemand schlecht zu reden, aber ich möchte sagen, wie es im Leben steht, dass es solche Dinge gibt, im Kleinen wie im Großen. Über 30 Jahre lang musste ich mir die Geschichte anhören, wie mein Vater meine Mutter betrogen hat mit dieser Schlange, mit dieser Frau, mit der er durchgebrannt sei. 30 Jahre lang habe ich das gehört, habe diesen Hass gegen diese Frau vernommen.
Und ich konnte die Augen öffnen, da war diese Frau, die war da. Was ich aber erst 30 oder 35 Jahre später herausgefunden habe, und zwar als ich meinen Vater zum dritten Mal heiraten wollte, sage ich, Papa, ich wüsste nicht, mit welchem Gesicht ich da bin, wenn du zum dritten Mal einer Frau versprichst, dir treu zu sein, ein Leben lang bis zum Tod. Ich weiß nicht, wie ich mich da verhalten soll. Und dann wurde mein Vater so richtig, richtig ernst. Ich habe ihn selten so richtig streng gesehen, aber da wurde er ärgerlich. Sag ich, Ivo, du weißt ganz genau, dass mich deine Mutter rausgeworfen hat. Sie wollte mich nicht mehr. Ich sag, du, jetzt habe ich keine Luft mehr, oder? 35 Jahre später beginne ich eine Untersuchung. Ich höre mir zum ersten Mal die Gegenstimme meines Vaters, meines eigenen geliebten Vaters, ja. Und ich vernehme zum ersten Mal, wie die Geschichte wirklich lief. Ich hatte die Gelegenheit, ohne meine Mutter was zu sagen. Ich habe die Sache untersucht. Ich bin zu seiner zweiten Frau, die ja auch schon länger nicht mehr da bei ihm war. Ich habe sie hingesetzt, gesagt, ich möchte genau wissen, wie ist das damals gelaufen. Ich habe mein Umfeld gefragt. Die Verwandtschaft, alle wussten es, nur ich wusste es nicht. Es war so, wie mein Vater sagte. Und meine Mutter, die mich geliebt hat, wie einen kleinen Gott, ich weiß nicht, mehr kann man einen Menschen nicht lieben, als wie mich meine Mutter geliebt hat. Sie war fähig, mich 35 Jahre lang anzuschwindeln. Ich möchte das nicht werten, ich möchte damit nur eines sagen. Ihr Lieben, das ist unsere Situation hier unten. In der Regierung, den Menschen, die unsere Eltern sein sollten, die für uns da sein sollten und Schutz, Sicherheit, Wohlstand, Ernährung bieten sollten, haben wir die krassesten Lügen mit drin. Die krassesten Menschen haben sich da an die Spitze geschlichen. Und es geht uns vielleicht wie Menschen, die auch nicht hören wollen, dass sie Adoptivkinder sind, vielleicht nach 40 Jahren. Es gibt Menschen, die hören aus dem Begräbnis ihrer Eltern, das sind gar nicht deine Eltern. Seht ihr? Das ist die Situation. Und ich habe die AZK gegründet, damit eine von den Massenmedien betrogene Menschheit, belogene Menschheit, diese krassen Widersprüche zu den publizierten Behauptungen endlich wieder durchschauen lernt. Ich habe deshalb auch Klagemauer ins Leben gerufen. Derselbe Auftrag. Wir möchten die Menschen, Zuschauer, das Publikum wieder dafür sensibilisieren, wenn in einem repressiven Geist gegen die Repression gearbeitet wird. Denn so geschieht das. Die ganz krass Verbündeten mit diesen schlechten Eltern, ich sag's mal so, an der Spitze in der Politik, diese Menschen sind verbündet mit den Medien. Das sind ganz hohe Dinge im Laufen, von denen wir keine Ahnung haben. Aber hier ist die AZK dazu da, damit wir das wieder unterscheiden lernen. Wie widersprüchlich das alles ist. Wir wollen wieder unterscheiden lernen, in welchem singularistischen Ton ständig dieses Lied im Pluralismus gesungen wird. Das Lied des Pluralismus, wisst ihr? Es sind Widersprüche, die widersprüchlicher nicht sein könnten, aber wir Menschen haben gelernt, damit zu leben. Wir sollen wieder merken, wenn mit lauter Schlagworten gegen das Anwenden von Schlagworten gewettert wird. Merkt ihr das überhaupt, dass es so läuft? Wenn ihr TV schaut, was ja nicht sinnvoll ist, oder Radio hört, dann merkt ihr immer wieder, dass dort ausgezogen wird, wo Menschen Schlagworte verwenden. Dann macht man das runter, aber mit lauter Schlagworten macht man das runter. Also ist es jetzt in Ordnung, dass man Schlagworte verwendet oder nicht? Nein, es geht darum, wo Schlagworte verwendet werden, da wird was durchgeschlagen. Da kommt was auf den Punkt. Und weil das denen nicht passt, die da oben sich eingeschlichen haben, wettern sie gegen Schlagworte, aber mit Schlagworten. Und daran kannst du erkennen, dass was faul ist. Die AZK wurde gegründet, damit die Nationen wieder erkennen, worin sie stecken. Dass sie sich nämlich im Namen der Überlebenshilfe gerade selber das eigene Grab schaufeln. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt du heute hier und denkst, was redet der da vorne? Aber hör dir es einfach immer wieder an, diese Worte, die ich zu dir spreche. Ist das überhaupt okay? Wir bleiben beim Du. Du hast es nicht eingeführt, Frank. Das werden wir nicht los wie die alte Rechtschreibung. Oder? Die neue ist eingeführt. Ich schreibe immer noch in der alten. Ja? Ich sage immer wieder Du, weil wir das so gewohnt sind. Seid ihr einverstanden? Okay, danke. Manchmal rutscht vielleicht dann auch ein Sie wieder raus, kann ja sein. Ja. Ich empfehle jedem, der sich noch nicht so allzu fest mit diesen Themen beschäftigt haben, die wir auch heute hören, überhaupt AZK-Themen, aber auch Klagemauer-TV. Ich mache heute ein bisschen Werbung auch für Klagemauer-TV.
Studiert diese Dinge, hört sie, seht sie immer wieder. Hört die Beiträge, die ihr heute hört, mehrmals an. Was diese Männer euch heute zu sagen haben, ist so brandaktuell, so wichtig. Das ist Schulung, versteht ihr? Und wir haben so viel Mist im Kopf drin von diesen Medien, die uns belügen. Das muss ausgeschafft werden, das muss ausgereinigt werden. Da braucht es eine Hirnwäsche, versteht ihr? Und die bekommt ihr heute in einer richtig gesunden Weise, dass ihr neu denken lernt. Also Klagemauersendungen, AZK-Sendungen, schaut sie euch immer wieder an, wenn sie dann von uns ins Netz gestellt werden. Da könnt ihr nachher durchschauen, durchblicken, um was es geht. Ich sage dir, wenn eine Lüge mal am Licht ist, zum Beispiel, wie ich es gesagt habe, aus meinem Elternhaus, von diesem Moment an kannst du alles neu einordnen. Zwar stellt sich dein ganzes Leben auf den Kopf. Alles, was oben war, ist unten, nur was unten war, ist oben. Aber plötzlich macht das Ganze Sinn. Plötzlich wird die ganze Geschichte schlüssig in sich. Plötzlich bist du befreit, auch wenn es schwer ist, die Wahrheit zu hören. Es ist leichter, mit der Wahrheit zu leben, als von der Lüge ständig bedrückt zu werden, in diesem Taumel drin zu stehen, wo man nicht weiß, wo einem der Kopf steht. Ja? Also, aber was wichtig ist, auch mit dieser heutigen Konferenz, es ist wichtig, dass wir endlich merken, dass etwas total verkehrt läuft hier unten. Dass buchstäblich alles auf dem Kopf steht. Und ich möchte euch das sagen, damit ihr es beobachtet. Wenn ich euch jetzt Schlagworte liefere, ist es einzig deshalb, dass ihr begreift, dass hier eine Verschwörung im Gange ist. Hört das Geschrei der Medien, wenn es immer wieder heißt, die Verschwörungstheoretiker. Man geht gegen Männer vor. Auch Männer, die heute hier reden, nennt man Verschwörungstheoretiker. Aber ich sage euch, die Menschen, die Medien, die euch das in den Kopf setzen, dass das Verschwörungstheoretiker sind, die machen das aus einem einzigen Grund, weil sie ertappt worden sind, weil sie durchschaut worden sind von Männern, die tiefe Erfahrungen haben, Männer, die an der vordersten Front waren, Männer, die im Mainstream drin waren teilweise, die das Spiel mitgespielt haben und irgendwann sagten, stopp, das mache ich nicht mehr länger mit. Und dann beginnen sie, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Wisst ihr, wir haben Kontakte zu Hunderten von Menschen, Ex-CIA-Agenten zum Beispiel, Ex-Geheimdienstleute aus allen möglichen Ländern, die auspacken und sagen, ich kann es mit dem Gewissen nicht mehr vereinbaren, ich bin einem Verbrecherkartell aufgesessen. Ich war im Einsatz in der guten Meinung, ich tue was Gutes und drin habe ich gemerkt, dass ich einen verbrecherischen Clan unterstützt habe, dass ich Teil eines Verbrecherrings war und die packen aus. Aber das liest du in keiner Zeitung, das hörst du in keinem Radio, siehst du in keinem Fernseher. Das musst du schon bei der AZK oder bei freien Medien im Internet dann hören. Versteht ihr das? Und mir ist es wichtig, einfach Zeugnis davon abzulegen, dass das so ist. Es gibt hier eine echte Verschwörung und die ist nicht nur in Deutschland, nicht nur in Europa, die geht bis in die Schweiz rein. Ich sage niemals, dass alle Verschwörer sind, versteht ihr? Aber wir wissen aus Tausenden zurück, aus direkten Begegnungen mit hohen Politikern aus allen Etagen, aus allen Ländern, dass alle dasselbe Lied klagen. Sie sagen, wir sind unterwandert worden. Glaube selbst Putin sagt das vor der Kamera. Er sagt, wir haben zum größten Teil die Bande aus unserem Land geworfen, die dafür verantwortlich war, was alles gelaufen ist in den letzten Jahrzehnten. Ja? Sie haben erkannt, dass verschwörerische Kräfte drin waren. Sie haben sie aus dem Land geworfen, aber nicht alle. Da gibt es ganz hohe Dinge, wirtschaftsgesteuert, dass selbst die höchsten Politiker ihnen die Hände gebunden sind, weil hier so schmutzige Spiele gespielt werden. Und ich habe keine Furcht zu sagen, beachtet doch, was gespielt wird, mit welchem Geist an euch herangegangen wird, was mit euch geschieht. Beobachtet doch, damit ihr merkt, dass alles genau auf dem Kopf steht. Bemerkt Verschwörer, die kommen natürlich nicht hier und sagen, hey, ich mache eine Verschwörung, hey, ich bin ein Verbrecher, ich bin ein böser Junge, aber folgt mir mal trotzdem nach. Sie müssen ja das Böse als Gut verkaufen. Sie müssen ja ihre Finsternis als Licht verkaufen. Ihre bittere Dinge müssen sie süß nennen und verkaufen. Verstehst du? Und wenn du sagst, ich begreife das nicht, dann sage ich dir, mach heute die Augen auf. Studiere die Dinge, dann siehst du, es steht buchstäblich alles auf dem Kopf. Es ist ein buchstäblich teuflisches Wesen, das hier am Werk ist, in all den Ländern am Wirken. Schau doch, wie alles auf dem Kopf steht. Ich mache es jetzt mal kurz, ich mache es jetzt mal mit Schlagworten. Aber erkenn doch,
dass es unsere Journalisten sind, der Journalismus, der die ganze Information zerstört. Die Menschen, die immer sagen, sie wollen dir helfen, sie zerstören. Der Journalist zerstört die Information. Unsere Professoren, unsere Lehrbeauftragten zerstören die Bildung. Unsere Wissenschaftler, sie zerstören unser Wissen. Die Ärzte, unsere Pharma, die ganze Pharma-Crew, sie zerstören unsere Gesundheit und unser Leben. Habt ihr das schon mal gemerkt? Wir zahlen immer mehr, wir haben immer mehr Ärzte, immer mehr Medikamente und das Volk ist immer noch krank. Merkt ihr, dass da was nicht stimmt? Ja, es ist alles auf dem Kopf. Die Banken sind es und unsere Währungen, die unsere Währungen zerstören. Ja, sie zerstören unsere Ersparnisse, die Versicherungen. Sie plündern uns, seit sie uns in Zwangshaft nehmen konnten. Versteht ihr das? Sie nehmen uns in Zwangshaft. Am Anfang war das eine freiwillige Sache. Jetzt hast du obligatorische Versicherungen. Seit sie obligatorisch ist, gehen sie hoch mit den Preisen. Du bist einfach der Häftling. Du bist der Sklave. Du machst, was sie wollen. Sie treiben die Dinge in die Höhe. Ist das väterlich? Ist das mütterlich? Schau, das ist es nicht. Es steht auf dem Kopf. Das, was dich versichern soll, beutet dich aus bis zum letzten Hemd, wenn es so weitergeht. Aber es geht weiter. Unsere Pfarrer und unsere Prediger sind es, die die Religion zerstören. Das kann ich aus 40-jähriger Erfahrung an vorderster Front sagen. Es sind die Pfarrer und Prediger, die unseren Glauben zerstören, die unsere Religion zerstören. Es ist die Justiz, die unsere Gesetze und unsere Rechte zerstört. Ich rede jetzt einfach mal klare Sprache, ohne das lange zu belegen. Da reden wir jetzt aus jahrzehntelanger Erfahrung. Und ich hoffe, dass ihr heute aus den Beiträgen erkennt und das immer wieder findet, dass es so ist, ja. Unsere Polizisten bekommen gesetzliche Weisung. Es wird ihnen verboten, gegen Raub, Diebstahl vorzugehen. Bei euch in Deutschland keine Haftbefehle mehr für die Ausländer. Sie gehen bei euch in Aldi rein, Lidl, räumen die Läden aus. Es gibt kein Befehl mehr, Verhaftungen vorzunehmen. Die Polizei, wir haben genug mit Polizisten zu tun, die bezeugen uns das. Sie dürfen das öffentlich nicht sagen, aber sie müssen zuschauen, wie wir nicht allein in unseren Geschäften beraubt werden, sondern wie wir selbst unseren Sitten beraubt werden, den besten Sitten unserer Länder beraubt werden, unserer Nationalitäten. Sie dürfen nichts dagegen unternehmen, weil ihnen gesetzlich die Hände gebunden sind. Unsere Politiker zerstören Heimat und Nationalität. Seht ihr, steht alles auf dem Kopf. Alles, was sagt, ich tue das Gute, tut im Grunde genommen das Schlechte. Es kommt in einem Deckmantel, in einer Falschheit daher, dass es schlimmer nicht sein könnte. Das ist die ganze Wahrheit. Ungestraftes Lügen, ungestraftes Betrügen, und zwar im ganz großen Stil, ist zu unserem Alltag geworden. Seht ihr das, dass das so ist? Ja. Und ich sag dir, fast jedermann, geh auf die Straße, prüfe, was ich sage, ob das so ist, fast jedermann weiß heute, dass unsere Leitmedien uns nicht die Wahrheit sagen. Geh auf die Straße, wenn du es nicht glaubst. Sagt er, ist extrem da vorne. Aber wenn du sagst, geh hin, frag 100 Leute, denkst du, die Leitmedien sagen dir die Wahrheit? Jeder wird sagen, ziemlich viel ist nicht die Wahrheit. Ja? Fast jedermann weiß heute, dass die Leitmedien sogar Kriegsunterstützer sind. Wenn ich sage, fast jedermann, ich rede jetzt von Millionen, allein in unseren Ländern, die das begriffen haben. Und ich sage, die Leitmedien sind in Wahrheit zur Plattform schlimmster Kriegstreiber geworden. Zum Sprachrohr schlimmster Kriegstreiber. Doch kaum jemand hat den Mut, sie deswegen als Lügner, als Betrüger zu kennzeichnen. Die Medien, das sage ich aus Erfahrung, sind Komplizen von Kriegstreibern geworden. Man muss sie zur Rechenschaft ziehen. Man muss neu denken lernen. Sie sind in einer Komplizenschaft drin gebunden mit Kriegstreibern. Wir beweisen das fast täglich mit Klagemauer TV und man will es nicht wahrhaben. Man sagt immer noch, aber Mama wird mich nie belügen, Papa wird mich nie belügen. Nein, sie belügen dich. Wir haben die Gegenbeweise, wir sind in den Ländern, wir haben hunderte von Menschen in all den Ländern drin, wo jetzt Krieg gespielt wird, wo diese ganzen Spiele getrieben werden. Wir haben die meisten Leute in der Ukraine, und zwar im Osten und im Westen. Wir haben hunderte von Mitarbeitern darüber. Wir haben hunderte von Leuten in Russland. Wir sind an der vordersten Front. Wir wissen, was wirklich geht in diesen Ländern. Und wir haben die Live-Aufzeichnungen. Wir haben die Beweise
aber die interessiert das verschwörerische Volk nicht, das sich bei uns in der Spitze eingenistet hat, um ein ganz eigenes Spiel zu spielen. Die Weltgemeinschaft, sie schaut tatenlos zu, wie eine NATO im Namen der Verteidigung schon längst Angriffskriege führt, wie die NATO auf der Grundlage nachweislich katastrophalster Lügen ganze Länder zerbombt, Millionen von Zivilisten ermordet, wenn du so willst. Doch kein Weltgerichtshof spricht sie deswegen schuldig des Genozids, sprich des Völkermordes. Schau, da sind wir hingekommen. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden für uns, dass sich reißende Wölfe im Schafpelz in Politik eingeschlichen haben, in die Wirtschaft, in die Religion, in die Bildung. Nenne, was du willst. Überall reißende Wölfe, aber im Schafpelz. Ja. Du hast nicht damit gerechnet, dass Rotkäppchen eine Realität ist, dass es Menschen gibt mit kreinender Stimme, dass es Wölfe gibt, die sich als Schafe ausgeben, als deine eigene Mutter oder Großmutter. Ja. Und so ist das. Das ist das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Und das, was du, ich sage es jetzt mal am Beispiel von Pro Familie sehen kannst, das ist das Modell, das ist das Muster für zahllose andere Organisationen, die es genauso treiben. Was der Name aussagt, ist oft genau das Gegenteil von dem, was wirklich getan wird. Das, was sich Pro Familie nennt. Pro Familie ist ja für, oder? Pro Familia, wenn du es untersuchst, was das für Menschen sind, es ist die Vereinigung, die mit allen nur erdenklichen Mitteln gegen die Institution Familie arbeitet. Aber sie nennt sich Pro. Wir müssen endlich lernen, das, was sich Pro nennt, in den allermeisten Fällen heute zu untersuchen ist, und man wird feststellen, es ist anti, es ist gegen. Verstehst du? Der Wolf, er sagt nicht, ich bin der böse Wolf. Er zieht sich ein Fell über, kommt als Schaf. Lesen wir übrigens schon in unseren Bibeln, dass der Teufel sich als Engel des Lichts ausgibt. Also er heißt, in einer wohltätigen Art kommt er daher, im Kleid der Wohltätigkeit beutet er dich aus. Er macht genau das Gegenteil. Und meine Vorrede will euch dahingehend sensibilisieren, dass ihr dieses Denken doch bitte, bitte schön endlich annehmt. Hinterfragt alle Dinge. Hinterfragt eure eigene Mutter, wenn es sein muss. Hinterfragt und prüft und überlegt, ist das, was sie sagen, auch das, was sie tun? Ist es wirklich pro oder ist es kontra, ist es anti? Macht doch bitte endlich die Augen auf und begreift, dass das Allermeiste genau das Gegenteil tut von dem, was es vorgibt. Mach den Test einfach mal und du wirst sehen, dass ich recht habe mit dem, was ich sage. Aber ich habe dir dieses Gleichnis am Anfang gesagt, also dieses Erlebnis, nicht mal teils ist ein Gleichnis, aber mein Erlebnis mit meiner Mutter, um dir klarzumachen, wie schwer es ist, wenn es sich wirklich so verhält, wie ich hier behaupte, dem auch dann nachzugeben. Obwohl die Völker Hunderte, Tausende von schlagfesten Beweisen bekommen haben, dass das so ist, dass man als Pro daherkommt, aber das genaue Gegenteil tut, die Völker lassen sich doch weiter peinigen von ihren Peinigern. Sie reißen sich nicht los. Man will sich gar nicht gegen die eigene Mutter stellen. Man will sich gar nicht gegen den eigenen Vater stellen. Versteht ihr? Aber wenn ein Kind in die traurige Lage kommt, dass sein Vater ein Mörder ist, ein Verbrecher, irgendeiner Art, irgendwann muss es sich halt doch überlegen, ob es aus seinem Traum doch besser mal aufwachen möchte. Aber die Völker, sie wenden sich von ihren Peinigern nicht ab, sie lassen sich ausnehmen, noch und noch und immer noch mehr. Und so geschieht es, diese Kehrtwende, was oben ist, ist unten, oder? Und was unten ist, ist oben. Weil sie sich ihren Peinigern nicht, von ihnen nicht abwenden, nichts dagegen unternehmen, im Namen des Kinderschutzes lassen sie sich weiter ihrer Kinder berauben. Das geschieht jetzt. Im Namen des Kinderschutzes werden Kinder weggenommen, zehntausendeweise, jedes Jahr, allein in Deutschland. Im Namen des Umwelt-, des Naturschutzes werden euch eure Ersparnisse, euer gutes Gewissen weggenommen. Stimmt das? Ruf doch mal, so ist es. Ja? Das hassen die da oben, Sprechchöre, das könnte eskalieren. Aber ich sage diese Dinge, dass mal endlich etwas eskaliert, ja? Im Namen des Völkerrechts werdet ihr euren Nationalitäten beraubt.
Im Namen der Solidarität werdet ihr eurer Persönlichkeitsrechte beraubt. Im Namen der Terrorbekämpfung lassen Sie zunehmend eure Intimsphäre schrumpfen. Im Namen der Terrorbekämpfung werdet ihr eurer Freiheit beraubt. Im Namen der Verteidigung werdet ihr eurer Neutralität beraubt, ihr Schweizer. Ja, und ihr Österreicher, ja. Ja. Und ich muss es sagen, für diejenigen, die vielleicht gestern nicht Radio oder Fernsehen mitgekriegt haben, im Namen des Friedens, im Namen der Freiheit, im Namen der Terrorismusbekämpfung seid ihr Deutschland gestern wieder in den Krieg eingetreten. Gestern. Im Namen des Friedens geht ihr in den Krieg. Merkt ihr etwas? Deutsche. Das sind die Wölfe, versteht ihr? Es gibt nicht im Namen des Friedens, dass ihr in den Krieg geht. Es war Friede. Und wir haben dem nicht gewehrt, diesen Anfängen. Und jetzt geht ihr in den Krieg. Versteht ihr? Aber noch machen sie scheibchenweise, noch diskutieren sie zum Beispiel bei uns im Schweizer Radio, diskutieren sie ja darüber, ja, kann man jetzt schon sagen, dass Deutschland im Krieg ist? Jetzt wird das noch so scheibchenweise schön geredet, oder? Dass man sich langsam daran gewöhnt, dass Deutschland wieder im Krieg ist. Nein, ihr seid in den Krieg eingetreten, ungeschminkt. Auch wenn das jetzt schön langsam hochgekocht wird. Im Namen der Terrorbekämpfung, im Namen des Friedens, im Namen der Freiheit. Seht ihr, so geht das. Man könnte hier stundenlang nur so aufzählen, wisst ihr? Im Namen der Völkerverbrüderung raubt man den Nationen jegliche Autarkie, sprich Selbstständigkeit, Unabhängigkeit. Im Namen der Bildung raubt man den Nationen noch den letzten gesunden Menschenverstand. Ich führe das alles nicht aus, würde zu lang dauern. Ich möchte euch nur auf die Spur bringen, dass ihr denken lernt, dass alles am Kopf steht. So geschieht Verschwörung. Man sagt das Gegenteil von dem, was man will. Wir lassen uns im Namen der Fürsorge in Sippenhaft nehmen, versklaven. Ich spreche jetzt gerade von euren Krankenkassen, von euren Versicherungen, ja. In Sippenhaft, dazu noch in wildfremde Sippenhaft, in total verwilderte Sippenhaft, mit Menschen zusammengedockt, die ungesünder, schlechter nicht leben könnten. Du bist in Sippenhaft eingeschlossen, im Namen deiner Sicherheit. Unsicherer könntest du gar nie leben als in dieser Sippenhaft, ich sag dir's. Im Namen der Drogenbekämpfung, das habe ich gemacht, jahrzehntelang, im Namen der Drogenbekämpfung schauen wir tatenlos zu, wie ausgerechnet jene Drogen legalisiert werden, die den ganzen Scheiß uns eingebrockt haben. Ich kann hier wieder nur Fäkalsprache gebrauchen, weißt du. Wir haben das an vorderster Front erlebt. Genau die Drogen werden legalisiert, die das ganze Rad der Sucht losgetreten haben. Uns hat man von oben her, die lieben Eltern, Staat, haben uns runtergebeugt. Wir haben hunderte von Menschen gratis rehabilitiert. Man hat uns runtergebeutelt, man hat uns die Rechte genommen. Obwohl wir hunderte erfolgreich gratis rehabilitiert haben, die alle wieder arbeiten und Steuer bezahlen, hat man uns abgewürgt, alle Plätze bis auf vier nicht mehr erlaubt, nicht bevor ein staatlicher Psychologe uns da reinsitzt ins Haus und uns sagt, was lang geht. Das haben sie mit uns gemacht, das haben sie nicht nur mit uns, haben sie mit allen gemacht. Und darum bin ich auf die Idee gekommen, zu untersuchen, was hier schiefläuft. Und dann werden wohltätigste Dinge in den Boden gestampft, um nachher das zu legalisieren, was die Menschen kaputt macht, wofür wir unser Leben gegeben hatten, jahrelang, jahrzehntelang. Ich bin bis zum Nervenzusammenbruch hin, habe ich mich ausgearbeitet, um diese Menschen zu retten. Wir haben es auf eigene Kosten getan. Warum verbietet man uns das? Wir waren die Erfolgreichsten in der Schweiz. Da hast du es. Es sind Menschen, die mit Drogen Geschäfte treiben, mit Krankheit Geschäfte treiben, mit Versicherungen Geschäfte treiben, mit Kriegen Geschäfte treiben. Es ist unglaublich, seht ihr, aber das ist die Wahrheit. Dramatischste Erkenntnisse haben wir. Fast jeder zweite ist zuckerkrank. Jeder dritte Mann, jede fünfte Frau erliegt an Krebs, versteht ihr? Und tausenderlei mehr. Hier könnte ich stundenlang euch nur Listen aufzeigen, wo wir hingekommen sind. Doch wir können scheinbar die wahren Urheber all dieser Dinge nicht zur Rechenschaft ziehen. Ne?
Warum? Warum ist es so? Warum bleibt alles beim Alten? Ich sage dir warum. Weil die Allerschlimmsten von ihnen ganz oben sich eingenistet haben. In Politik, in Justiz, in Religion, in jede entscheidende Schaltstelle unserer Gesellschaft. Da sitzen sie. Ich bin mir manchmal nicht sicher, sind es die Drahtzieher hinter diesen oder sind es diese, die uns ständig vor Augen sind. Noch bin ich der Meinung, dass beispielsweise ein Obama ein kleiner Seppel ist, der hier an den Stricken geführt wird. So wie all die anderen auch, die hier auf der offenen Politbühne sitzen. Manchmal werde ich verunsichert, manchmal bin ich verwirrt und dann bin ich wieder froh, wenn solche Schwergewichte wie heute kommen, die dann den Hintergrund etwas genauer beleuchten. Ja. Aber eines ist sicher, ob es die selber sind oder ob es dahinter noch eine höhere Kategorie gibt, es sind Verschwörer. Es läuft eine Verschwörung und die geht gegen unsere Länder, die geht gegen unser Leben, die geht gegen alles, was uns heilsam, was uns wichtig und kostbar ist in unserem Leben. Weil sie da oben drin sitzen. Und die Weltgemeinschaft, sie schaut tatenlos zu. Nein, noch schlimmer, sie hat die Verantwortung für all diese Dinge abdelegiert. Nicht delegiert, wie sie denken. Wir denken, wir haben Politiker, haben sie delegiert, um für uns zu regieren. Nein, man hat die Verantwortung abdelegiert. Man hat sich nicht darum gekümmert, man lässt sie einfach machen. Versteht ihr? Man sagt, das Volk ist der Souverän, aber ich sage dir, was ein Souverän tut. Ein Souverän schaut zu, wenn er was delegiert, dass es richtig umgesetzt wird. Der Souverän bleibt drüber. Er schaut seinen Machen, seinen Umsetzen auf die Finger und er schaut, setzt es richtig um und wenn es nicht richtig umsetzt, entweder korrigiert er sich auf der Stelle oder ich nehme den da wieder weg. Aber versuch mal, einen wegzunehmen. Versuch mal, jemand den Job wieder wegzunehmen, wenn du es abdelegiert hast. Das heißt, wenn du die Verantwortung gar nicht wahrgenommen hast, gar nicht gerade stehst für das, was du delegiert hast, weil wir es abdelegiert haben. Jetzt darum können wir es nicht mehr wieder rufen, jetzt regieren die über uns. Jetzt werden wir diskriminiert. Und zwar im Namen der Antidiskriminierung. Schau, das erlebe ich jetzt. Ich mache jetzt wieder lauter Schlagworte, okay? Jetzt komme ich hier nie durch. Ich könnte über jeden Punkt eine Stunde reden. Wir werden unterdrückt im Namen der Freiheit. Wir werden verfolgt und ausgeschlossen im Namen der Brüderlichkeit und der Einheit. Wir werden verleumdet im Namen der Wahrheit. Das sagen jetzt vor allem die, die auch mit mir selber Geschichte erlebt haben, wie das genau so ist, ja. Wir halten Redeverbot im Namen der Meinungsfreiheit. So war es. Ja, ihr Lieben, leider. So war es. So war es. Die letzten 20, 30 Jahre bekamen wir Redeverbot im Namen der Meinungsfreiheit. Das ist aber Geschichte, ihr Lieben. Heute bekommen wir Redeverbot im Namen der Volkssicherheit. Versteht ihr den Unterschied? Das ist Schnee von gestern, das war grausam genug, Redeverbot im Namen der Meinungsfreiheit zu bekommen. Aber wenn du Redeverbot im Namen der Sicherheit bekommst, dass du nichts mehr zu demonstrieren, gar nichts mehr zu tun hast, damit dir der Schnabel gebunden wird, dass die Sender abgestellt werden, dass KlarTV nicht mehr gibt, dass es eure kostbaren Sender nicht mehr gibt, die wir heute noch hören davon. Das ist eine ganz andere Nummer. Ich behaupte, wir sind mit der letzten Woche sind wir in eine neue Ära eingetreten, in eine Zeit, ein Davor und ein Danach. Ja, dass der dritte Weltkrieg seit 9/11 läuft, dass das richtig der Startschuss definitiv war, das haben wir längst verkündet. Aber mit der letzten Woche, sage ich euch, hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Und wenn wir heute ein bisschen lang machen hier an der AZK, sind heute 5 Referenten hier, die euch viel zu sagen haben. Ich sage jedem Einzelnen hier drin, schaut heute nicht auf die Zeit. Wenn wir heute erst um 11 Uhr hier fertig würden, sei es 12 Uhr, ist es Schnuppe. Okay? Und ich sage es aus folgendem Grund. Ich sage es aus folgendem Grund. Saugt jeden einzelnen Ausspruch dieser Referenten auf. Genießt es wie ein gutes Glas Wein. Für Antialkoholiker, genießt es wie einen süßen Sirup. Ist mir doch egal, was du trinkst. Genieß es einfach, oder? Ich sage, genieße jede Stunde, es könnte die allerletzte AZK sein. Im Namen der Sicherheit könnte es sein, dass das die letzte AZK ist. Es könnte sein, dass es die letzte Großversammlung überhaupt ist in diesem Europa, verstehst du? Weil das haben sie jetzt gerade diese Woche eingefädelt.
Genieß jede Stunde. Du wirst zu Hause weinend vor deinem Gerät sitzen und dich erinnern, was für freie, gute Zeiten wir einmal hatten. Ich bitte euch, genieß diesen Tag, egal wie lang er ist, saugt es auf, bleibt wach. Wenn ihr einschlaft, hüpft auf dem Platz rum, macht euch wach, schmeißt euch Wasser ins Gesicht, irgendwas, aber bleibt dran und hört jedes Wort, das ihr nehmen könnt, nehmt es mit. Ja? Denn die Zeit kommt, wo das alles ein Ende nimmt oder ein Ende nehmen möchte. Und wir versuchen hier Gegensteuer zu geben, in allerletzter Sekunde, so wie wir es schon machen seit Jahren. Ja? Aber wir stehen unter einem eisernen Diktat im Namen der Humanität, im Namen der Demokratie. Wir bekommen Bargeldverbot im Namen der Sicherheit. Seht ihr, dass alles im Kopf steht? Wir werden gefoltert im Namen der Menschlichkeit, gefoltert im Namen der Terrorbekämpfung. Wir werden tödlich vermischt im Namen der Toleranz, im Namen des Weltfriedens. Tödlich vermischt mit dieser ganzen Vermischungsgeschichte. Die hat heute Zentralcharakter bei allen Themen, die wir heute behandeln werden. Seht ihr, und weil wir wie Träumende waren in den letzten Jahrzehnten, jetzt komme ich zum Schluss meiner Rede, weil wir wie Träumende waren in den letzten Jahrzehnten, alles abdelegiert haben, alles uns, an uns vorbeigelassen haben in unserem Rausch des Wohlstandes, des Wohlfühlens und so weiter. Darum haben wir jetzt eine harte Probe zu bestehen. Ich rede diese Dinge schon über 30 Jahre, ich rede sie genau genommen 38 Jahre lang. Ich habe nur auf die Schnauze gekriegt. Jahrzehntelang von den Christen, meinem eigenen Lager, ich bin Christ, oder? Auf die Schnauze gekriegt von jeder einzelnen dieser tausenden Denominationen, von jeder einzelnen der Großkirchen. Ich bin das Schreckenskind geworden von ihnen allen, weil sie immer sagten, was hast du auch, ist alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Sie ließen sich nicht mobilisieren. Ich habe 35 Jahre und länger gewarnt vor dieser Stunde. Und jetzt ist die Kraftprobe da. Jetzt kommt die Zeit, wo wir erleben werden, ob es so ist oder nicht. Und ich sage dir eins, die Zeit, die jetzt kommt, wenn wir das nicht durch ein Wunder abwenden können, irgendwie, du wirst entweder, pass gut auf, was ich sage, du wirst entweder Gott verdammen, Gott verfluchen oder du wirst zu ihm schreien. Eines von beiden wirst du tun. Weil das, was kommt, ist so fürchterlich, dass du entweder zu Gott schreist oder Gott verfluchst. Da gibt es keine Grauzone mehr. Aber ich sage dir eines, ich bin nicht hier, um Lösungen zu predigen heute. Das habt ihr auf dem Film gesehen, ja? Wir haben genug Lösungen gepredigt. Aber ich möchte dir eines vorwegnehmen. Ich möchte dir einfach sagen, wenn du zu Gott schreist und ihn nicht verfluchst, sage ich dir, was seine Antwort sein wird. Weißt du, was die ist? Es war deine Sache. Es ist deine Sache. Wenn du nicht hinstehst und bist, wenn du nicht die Botschaft bist, wenn du nicht das Licht bist, ist hier unten kein Licht. Der lebendige Gott gibt das Licht schon, aber nur durch dich. Nicht einfach so. Du kannst dir vergessen, alle Christen da draußen, ich sag's euch, könnt machen, was ihr wollt, da kommt keiner so vom Himmel, wie ihr es gepredigt habt. Entweder ihr seid das Licht und dann sieht man, wo die Kriminalität sitzt, man sieht, wo die Männer an der Schaltstelle sind, man holt sie da vom Trog weg, man holt sie von den Schalthebeln weg, von ihren Thronsesseln weg, weil man sieht, was es ist, weil Licht da ist, man holt sie am Kragen und sagt, Schluss jetzt, du hörst auf mit diesem Mandat, du hast kein Recht mehr, entweder wir holen sie jetzt da runter oder sie werden dich da reinsetzen. In der ganzen Schrecklichkeit, die man hier nicht ausmalen kann. Du wirst sehen, dass du im Namen des Rechts in irgendeinem FEMA-Camp drin landest. Ja, dass die Dinge schlimmer nicht sein könnten. Jetzt bin ich aber durch mit meiner Vorrede. Jetzt möchte ich während meine Familie hochkommt, ich möchte euch kurz meine Familie vorstellen. Wir singen euch jetzt ein Lied, das hat unser ältester Sohn, der Simon, der Erstgeborene, beschrieben. Ich erkläre, währenddem Sie sich aufstellen, diesen Text, weil das hat sehr viel damit zu tun, wie wir diese Dinge umsetzen, die wir jetzt heute wieder hören, wie die Zukunft gestaltet wird. Simon, das ist der ist da gerade hochklettert, der Oberste dort. Er hat ein Lied mit dem Text geschrieben, also mit dem Titel geschrieben, Das Glück der Welt. Und ich lese euch mal diesen Text, geht ihn mit, weil beim Singen kommt man manchmal gar nicht so schön mit, wie man will.
Er singt dort, oder wir singen: War ich zu stolz oder zu blind? Vielleicht war ich beides. Ich blickte auf Stärke, Macht und Glanz, auf Großes und Weites. Und dann singt er: Den kleinen Samen sah ich nicht. Ich suchte den Knall, das flutende Licht, diesen Triumph für die Gerechtigkeit, den es noch niemals gab. Ich erkläre das kurz. Wir meinen immer, es gibt einen großen Knall, eben der liebe Gott kommt vom Himmel, klärt die Sache auf für die Sache der Gerechtigkeit, bumm, alles ist gerecht. Er singt hier, nein, das war ein Irrtum. Diesen Knall gibt es nicht, dieses so plötzlich, diesen Triumph für die Gerechtigkeit, den gab es noch nie. Dann singen wir: Wie konnte ich das nur so übersehen? Es war doch so nahe. War es zu klein? War es zu schwach? In meinem eitlen Auge? Dann singt er: Was es auch war, jetzt sehe ich klar. Jetzt sehe ich ungetrübt, was mich umgibt. Und jetzt kommt die Antwort. Es ist nicht der Knall vom Himmel, nicht der liebe Gott vom Himmel, sondern es ist der Keim einer so hoffnungsvollen Zeit. Wir sind das Heil. Du bist das Heil. Sag mal, ich bin das Heil. Ich bin das Heil. Das ist ganz was anderes, siehst du? Wir sind das Heil für diese Welt. Wenn wir nur sehen, dass es auf uns ankommt, singt er hier weiter. Niemand anders, auf niemand anders kommt es an. Das Glück der Welt, es liegt in unserer Hand. So mal ganz in Kürze, er hat hier noch mehr wunderbare Texte, aber die lese ich jetzt nicht, weil jetzt können wir es ja singen, jetzt seid ihr bereit, ja? Danke für die Unterstützung von unserer Band, dass ihr uns geholfen habt, das Ganze auch zu produzieren. War ich zu stolz oder zu blind? Vielleicht war ich beides. Blickte auf Stärke, Macht und Glanz, Großes und Weites. Den kleinen Samen sah ich nicht, suchte den Knall, flutendes Licht, diesen Triumph für die Gerechtigkeit, den's noch niemals gab. Wie konnte ich's nur so übersehen? Es war doch so nahe. War ich zu klein oder zu schwach für mein eitles Auge? Was es auch war, ich sehe jetzt klar, sehe ungetrübt, was mich umgibt. Es ist der Keim einer so hoffnungsvollen Zeit. Doch nur wenn ich glaube, wenn ich in kleinen Schritten gehe, dann wächst meine Hoffnung. Wenn ich aus Liebe nicht aufgeb, bleib ich auf Kurs und find den Weg. So bin ich Glaube, Hoffnung und Liebe auch für dich. Wir sind das Heil. Für diese Welt, wenn wir nur sehen, das ist auf uns und niemand anders ankommt.
St. Paul.